Hallöchen, meine Damen und Herren. Ist das hier etwa dieser Boden hier auf Train? Und warum ist Philipp schon wieder im Urlaub? Ah, Elefanten in Counter-Strike? What? Dies und mehr schauen wir uns jetzt an. Let's go. Grim, what's your problem, Grim? What is your problem? Missile alone ramp. Die letzten paar Stunden waren ziemlich verwirrend für einige. Mein Streamtitel von gestern war zum Beispiel auf DE Train warten. Und auf Twitter sind die Leute, wie gerade erwähnt, bereits komplett wahnsinnig, weil Philipp schon wieder im Urlaub ist. Die Sache mit dem Urlaub von Dreiklicks Philipp ist folgende. Ihr kennt ihn sicherlich auch von YouTube. Er macht super duper Videos, geile Meile. Und immer wenn er im Urlaub ist, oder des Öfteren, wenn er im Urlaub ist und solche Bilder postet, kommen die Volvos und reagieren darauf. Babla auch. Und ihr werdet es nicht glauben, aber meistens kommt genau dann ein Update. Entweder genau während er im Urlaub ist oder kurz darauf. Also meistens in derselben Woche. Beim letzten Mal war es zum Beispiel das ganze Armory-Update, das rumkam, als er im Urlaub war. Darum ist diese Antwort von den Volvos natürlich auch doppelt und dreifach so witzig. Er ist schon wieder im Urlaub, sie müssen schon wieder was machen. Oh. Und die Beschreibung ist, fein, okay, okay. Train. Aber wie kommen die Leute im Moment auf Train? Zeige ich euch. Die Volvos sind bekannt dafür, dass wenn irgendwas bald um die Ecke kommt, dass sie dann relativ aktiv auf Twitter sind. Unter anderem haben sie gestern ihren Hintergrund zu diesem Bild hier geändert. Und da gibt es einige, die sagen, hey, das könnte doch irgendwie der Boden von Train sein. Wobei das jetzt hier in dieser Version nicht so aussieht. Aber es sah mal besser aus. Und wenn ihr letzte Woche meine Videos geschaut habt, dann wisst ihr, dass da auch ein Video dabei war, in dem ich über Dinge gesprochen habe, die dieses Jahr noch kommen könnten und wie wahrscheinlich die einzelnen Sachen sind. Train ist hierbei relativ weit vorne mit dabei, denn Train wurde bereits vor fast 2 Jahren von Counter-Strike selbst geleakt oder vielmehr gezeigt im CS2-Trailer. Man ist damals schon davon ausgegangen, dass wenn CS2 erscheint, Train mit dabei sein wird, weil sie es ja selbst angekündigt haben, es war aber gar nicht dabei. Und über die letzten fast 2 Jahre seit diesem Leak oder diesem Teaser zu CS2, diesem Trailer, kamen immer wieder auch Dateifunde, Stringfunde und so weiter, die darauf hinweisen, dass an Train gearbeitet wird. Ja, und jetzt haben wir das hier. Das ist so ein Indiz für viele, dass Train jetzt kommt. Aber es gab noch mehr. Und zwar gab es auch noch einen Tweet von Robs, den kennt ihr bestimmt, der folgendes schreibt. Seit bereits einigen Stunden weiß ich die Wahrheit von Counter-Strike über dieses neue Twitter-Banner. Aber wegen der Wichtigkeit der ganzen Sache und weil er ein feinfühliger Kerl ist, wird er darüber erstmal nichts sagen. Er fühlt sich damit im Moment aber nicht wohl. Daraufhin hat CS2 geantwortet. Ich poste das hier, um den Leaks zuvorzukommen und klarzustellen, wie der Kontext hier ist. Ich teile das Ganze jetzt hier, ich bin aber trotzdem enttäuscht, dass das hier so, geteilt werden muss eben in der Öffentlichkeit, diese private Konversation. Robs fragt, Train? Volvos? Fragezeichen. Robs das hier? Die Volvos, it's an elephant. Und dann postet Robs das hier und sagt, er kennt sich aus, weil er hat sich schon getroffen. Und dann endet hier die Konversation mit, das ist ein süßer Elefant. Denn manch einer behauptet, das könnte auch einfach eine Elefantenhaut sein. Ja, und das ist aktuell der Sachstand. Oder? No, no, no. Denn wenn man hier ein bisschen weiter runter scrollt, sieht man so ein paar Sachen wie Leute, pusht endlich das Update, let's fucking go, hört auf uns zu edgen und so weiter und so fort. Jetzt mach doch. Und dann postet hier unten eine Dame namens LilQ. Elefanten in Haustierkapseln? Ha? Hier sind mal wieder die Pet-Capsules genannt. Und natürlich gibt es hierzu jetzt auch wieder die Diskussion, werden Pets in Counter-Strike kommen? Irgendwie offensichtlich ja schon, aber wie werden die eingebunden? Was passiert? Bababababab. Wenn ihr euch erinnert, hatte ich ganz am Anfang einige Videos dazu gemacht, wie groß das Potenzial von Counter-Strike 2 bzw. der Source 2 Engine ist und was damit alles gemacht werden kann und was die Volvos auch mehr oder weniger ganz klar oder durch die Blume angekündigt haben. Eine Sache waren Pets und spezielle Modi für diese Pets und oder spezielle Bot-Modi oder eben Modi, die nichts mit PvP zu tun haben, sondern die eher so in PvE gehen. Und damals hatte ich bereits gesagt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es optionale Modi geben wird, so wie zum Beispiel eben auch Danger Zone, aber eben in eine ganz andere Richtung und zwar in diese Bot-Wellen-Geschichte. Und möglicherweise, da würde es ja kaum stören, gibt es dann da sowas wie Pets. Damals hatten wir darüber schon heiß diskutiert, viele haben gesagt, was für ein Quatsch, andere haben gesagt, oh wie cool. Und ich denke, der Konsens war aber eigentlich folgender. Solange die vorhandenen Modi so bleiben, wie sie sind, also Premier, Matchmaking, Wingman oder ganze Crew, auch Danger Zone, wenn es dann irgendwann mal dazu kommt, wenn die ganzen Modi so bleiben, wie sie sind und da nicht irgendein Scheiß hinzugefügt wird, wie das im richtigen offiziellen Modus irgendein verkacktes Huhn mit dir mitläuft, also so richtig mit dir mitläuft, angezogen, mit Waffe oder irgendein Scheiß, solange das nicht passiert, sondern die Sachen ausgelagert werden in einen Modus, der optional spielbar ist, am besten kostenlos optional spielbar ist, dann ist eigentlich alles fein. Denn wie viel man außenrum um das Spiel noch aufbaut, was man noch alles machen kann, wenn man unbedingt möchte, zum Beispiel auch die Skins, da muss man ja auch nicht rein investieren, ist auch nur ein nice to have, aber kein must have, dann ist es eigentlich vollkommen in Ordnung. Eine Sache habe ich für euch übrigens noch vorbereitet und zwar, ich bin ein alter Bock, das wisst ihr, ich habe mal geschaut, wann eigentlich Train das letzte Mal so richtig neu aufgesetzt wurde und ratet mal, wie lang das her ist. Fast genau 10 Jahre. Zumindest das Video dazu erschien am 11.12.2014.
Ist nicht mehr lange hin bis zum 11.12. Naja, so ein bisschen was über einen Monat, aber egal. Und um dieses Video hier zu beenden, schauen wir uns dann gleich dieses 10 Jahre alte Video an, in dem Train neu vorgestellt wurde. Aber zuerst. Erstens, vergesst das Knife Giveaway nicht, das ist diese Woche offen. Heute werde ich auch streamen, am Mittwoch. So gegen 20 Uhr oder 21 Uhr werde ich starten. Es ist so eine Art Random-Stream, den ich aber trotzdem ankündige. Ich bin mittwochs eigentlich nicht live. Und da werden wir wieder gemeinsam reindaddeln. Ihr könnt Bubble Dollar sammeln und dieses Knife-Giveaway eben betreten. Das wird auch heute wieder offen sein. Morgen, also am Donnerstag auch und am Freitag auch. Zweitens, vielen lieben Dank für den gestrigen Stream. Es hat zwar kockelig angefangen wegen meinem Internet, dafür kann keiner was, außer mein verschissener Anbieter. Aber dann ist es einfach so geil gewesen. Wir haben so eine geile Stimmung gehabt und Dankeschön für die Trades und für die Abos. Holy fucking shit. Vielen, vielen Dank. Drittens, wir machen hier auch wie so oft ein YouTube-Giveaway mit dem Charm Little Ava in lila. Guckt euch mal diese Dame an, ja. Hier kann man mitmachen, wenn man zu dem Thema Pets irgendwas schreibt. Also, wie findet ihr diese Idee an sich? Und im Speziellen, wie schlimm fändest du es, wenn Pets hinzugefügt werden in einem optionalen Modus, den du gar nicht spielen musst, in den du auch keine Sekunde investieren musst? Aber er ist eben da in CS2, du könntest es benutzen. Wie schlimm oder wie cool wäre das für dich? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr hier automatisch mit dabei. Und viertens, Videotime. Schon ganz schnell Banger, ne? Ich bin sehr gespannt, wie die Train dann jetzt in CS2 aussehen wird, 10 Jahre später. Mit viel Glück kommt es dann tatsächlich eben diese Woche und mit viel Pech, weiß ich nicht, in 10 Jahren. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für eure Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann später live, wenn ihr Bock habt oder eben übermorgen im nächsten Video. Danke für alles, haut da rein und dann bis gleich, ne, so gegen, ich sag mal, spätestens 21 Uhr sollte ich heute eigentlich starten mit dem Livestream. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die